Ich glaube, man ist schon jemand, sagte Jonas. Jeder ist jemand und besser als das kann er nicht werden. Er kann nichts anderes werden. Und wenn er es doch wird, ist er nicht glücklich. Willst du glücklich sein? Fragte Pico. Dumme Frage, antwortete Jonas. Die Leute ringsum zuckten zusammen, doch Pico lachte. Du hast recht, ich habe sie falsch gestellt. Glaubst du, man ist glücklich, wenn man geworden ist, was man ist? Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Vielleicht auch nicht, aber wenn, dann nur so. Und du meinst, das Leben ist uns vorbestimmt? Wann habe ich denn das wieder gesagt? Ich habe gesagt, man muss der werden, der man ist. Man muss herausfinden, wer man ist, und der muss man dann werden. Auch wenn einem das nicht gefällt. Ist das nicht Vorbestimmung? Nicht wirklich. Vielleicht bin ich ein Gewaltverbrecher oder ein Clown, vielleicht ein Automechaniker oder ein Koch. Vielleicht bin ich nur das, was ich sein soll, wenn ich in einem Supermarkt arbeite oder wenn ich den ganzen Tag schlafe oder wenn ich Banken ausraube. Aber das ist nicht Vorherbestimmung. Vorherbestimmung ist, wenn vorherbestimmt ist, dass mir an einem bestimmten Tag ein Dachziegel auf den Kopf fällt. Aber ich glaube nicht, dass ich wichtig genug bin, dass jemand vorherbestimmt, wann mir ein Dachziegel auf den Kopf fallen wird. Ich glaube, ich bin ich und das muss ich erst werden, weil ich noch ein Kind bin. Pico sah ihn lange an, ohne ein Wort zu sagen. Schließlich landete ein Gummigeschoss in Jonas Gesicht. Er drehte sich um und sah gerade noch, wie Werner um die Ecke flitzte. Damit war das Gespräch beendet. Pico hatte blaue, jungenhaft strahlende Augen und eine herrlich sanfte Stimme. Die sanfteste Stimme, die Jonas je gehört hatte. Eine Stimme, von der man sich umschmeichelt und getragen fühlte. Er war anders gekleidet als die meisten Männer seines Alters, trug oft Turnschuhe zum Sakko. Seine Bewegungen waren ungezwungen und federnd. Wenn er daheim war, bemerkte man das sofort an der Musik von Johnny Cash, die weite Teile des Hauses ausfüllte. Die Hausangestellten, zu Anfang fiel es Jonas schwer, die Übersicht zu behalten, er schätzte ihre Zahl auf 7 oder 8, behandelte Pico mehr als Freunde, denn als Untergebenen. Von ihnen hatten die jungen Regina am liebsten. Die Köchin verarztete Wunden, nahm Weinende in den Arm, verteilte Süßigkeiten, erzählte Geschichten und hatte keine Ahnung von dem, was sie am Herd tat. Was kochst du heute? Fragte Jonas. Das weiß ich nicht. Du meinst, du hast dich noch nicht entschieden? Oh doch. Aber woher soll denn ich wissen, was dabei rauskommt? Jonas sah ihr zu und sogar ihm war klar, dass sie ohne große Sachkenntnis ans Werk ging. Planlos vermischte sie Gewürze, Kräuter, Fleisch und Nudeln und ihrer Miene beim Abschmecken konnte er ablesen, wie neugierig sie selbst auf das Ergebnis ihres Experiments war. Zur Leibesfülle neigte hier niemand. Jonas hatte in der Nacht sogar ein wenig geschlafen und fühlte sich nicht so kraftlos wie am Vortag, doch um sich nicht zu verausgaben, legte er sich wieder ins Zelt. Auch dort war es kälter als in einer Gefriertruhe, doch war er wenigstens vor dem Wind geschützt. Zelt. Liegen. Lösen. Eine Stunde hielt er es im Zelt aus, nicht länger. Durch das Schneegestöber wanderte er über das Plateau. Ab und zu stieß er unvermittelt auf eine Leiche. Man sah sie erst im letzten Moment. Sie waren zum Teil mit Schnee, zum Teil mit Steinen bedeckt. Ihr Anblick verstörte ihn weniger, als er gedacht hatte. Er fühlte nur eine irritierende Trauer beim Gedanken an die Menschen, die diese Unglücklichen zu Hause zurückgelassen hatten. Lange stand er vor einer Frau, die auf der Seite lag, als ob sie sich gerade zum Schlafen hingelegt hätte. Sie trug einen ausgeblichenen roten Anorak und zerrissene Stiefel. Ihre Haut war unnatürlich weiß, doch ansonsten wirkte sie nicht tot. Sie wirkte auch nicht lebendig. Sie war vielmehr etwas, das Jonas noch nicht gesehen hatte und dem er wenig Sympathien entgegenbrachte. Hey du, wie geht's? Die Frau antwortete nicht. Wind, Schnee, Einsamkeit. Das Gefühl, so fern von den Menschen zu sein wie nie zuvor.
Nun, ich habe mich schon seit meiner Kindheit für Höhenbergsteigen interessiert, Bergsteigen an sich hat mich interessiert. Und das in praktische Erfahrung umzusetzen, stand meine epochale Faulheit entgegen. Aber so wie beim Fußball gibt es da ein großes theoretisches Interesse an der Materie. Höhenbergsteigen, ich weiß gar nicht wieso, aber so spätestens ab Ende der 90er habe ich sozusagen jedes Buch gelesen, was mir in die Hände gekommen ist über Höhenbergsteigen. Und zwar zum Spaß, ich wusste nicht, dass ich darüber schreiben würde eines Tages. Es gibt ein paar Dinge, die mich wirklich faszinieren und Höhenbergsteigen gehört dazu, da sind nicht mehr als 3 oder 5, aber da interessiert man sich dann für alles und liest alles und sieht alle Dokumentationen also ich bin so wahnsinnig oft da oben schon gewesen, bevor ich auch nur ahnte, also im Kopf, bevor ich nur ahnte, dass ich darüber schreiben wollte. Und dann ist was sehr Seltsames passiert, habe ich an diesem Buch schon geschrieben, 2006. Ich habe es ja mehrmals bekommen und wieder aufgegeben. Da habe ich dann auf dem Cover der Kronenzeitung ein Foto gesehen von einem Bergsteiger auf dem Gipfel des Mount Everest und festgestellt, dass das ein Jugendfreund von mir ist. Der hieß Gerfried Göschel und dann habe ich diese Jugendfreundschaft wieder aufgefrischt und ein paar Mal besucht, bekam einiges an Informationen und Privatvorträgen bei ihm zu Hause, war sehr faszinierend. Also das ist dann doch mal was anderes, wenn man mit jemandem redet, der da tatsächlich oben war und diese Erfahrungen gemacht hat, auch wenn er damals über die Nordseite, nicht über die Südseite gegangen ist, bei mir ist es die Südseite. Ich habe dabei mit Interesse festgestellt, dass ich eigentlich alles weiß. Also die Informationen, ich habe alle Informationen, aber es ist etwas anderes, dass man nicht so leicht in Worte fassen kann, was dann doch noch sehr hilfreich ist. In der persönlichen Begegnung mit jemandem, der das Denken weiß, was das bedeutet, da oben zu sein, der ist allein und ohne Sauerstoff auch. Und er ist ohne künstlichen Sauerstoff. Und das ist ein bisschen. Sehr oft sowieso ohne Sauerstoff, also das geht nicht. Also ohne künstlichen Sauerstoff drauf und das ist einfach wahnsinnig faszinierend. Mich hätte das auch so interessiert, aber es hat sich dann so ergeben, dass ich darüber ein Buch schreiben musste. Ja, dieses Buch ist auch, wie im Interview gesagt, ein Buch über die Angst bzw. die Überwindung der Angst. Ein bisschen einen Eindruck haben Sie da bekommen, jetzt bei der letzten Stelle, es gibt noch ganz viele andere. Also eigentlich. Die Frage, die ich mir stelle, ist, man hat aber den Eindruck, dass Jonas hat ja von nichts Angst. Es wirkt ja immer so, also geht alles belassen, also er springt da runter, das haben Sie jetzt gehört. Naja, er sagt aber auch nicht denken. Also er weiß schon, dass es keine gute Idee ist, darüber nachzudenken, weil gewisse Ängste muss man dann ausblenden, wenn man das erreichen will. Also ist ja wirklich so. Angst ist ein Thema, das mich immer schon beschäftigt hat und in meinen Büchern beschäftigt hat. Und ich dachte mir, das muss aber auch mal anders angepackt werden. Das muss ja auch, bitte, es gibt ja jetzt nicht nur verzagte Menschen, die in der Ecke hängen und zittern und vor dem ganzen Leben Angst haben, sondern es gibt ja zum Glück auch andere. Und ich wollte mal was über einen schreiben, der anders ist. Es geht ja nicht, dass alle Helden in der Literatur nur Versager und Feiglinge sind. Manchmal kommt es ein bisschen so vor, zumindest bei mir. Dachte ich mir, nein, diesmal wird es ganz was anderes. Außerdem war es ja gedacht als Abschluss einer Trilogie. Und da wusste ich von Anfang an, dass das dritte Buch ein bisschen anders enden wird als die anderen zwei. Ja, das ist